Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In dieser Folge haben wir mal gedacht, spielen wir auf der Wirtsinsel auf schwer, ganz normal nur auf schwer, ein zwei Affen wieder. Die zwei Affen sind sehr speziell für die, weil wie ihr seht, ist ziemlich viel Wasser. Also was werden wir mal nehmen? U-Boote und die Freibeuteraffen. Das einzige Praktische ist, die können schießen und wenn wir da reingehen, sieht man, dass da Handelsschiffe ist, fast jede Runde uns Geld produziert. Also haben wir gleichzeitig eine Verteidigung und gleichzeitig auch am Weg, wie wir Geld farmen können. Am Anfang müssen wir einfach schauen, damit das nicht durchgeht. Aber sonst haben wir da keine Probleme. Können wir auf Landstrecken gehen, dann Ausguck, sogar Dampballons kennen sie dann. Was wir auch machen können, weil ein paar durchgehen, dass wir einfach da unten ein ganz normales Affen-U-Boot hinsetzen, weil da kommt man dann eh unten in einer Reihe, weil wegen Top-Spionage haben sie dann eh alles. Damit einfach hinten die restlichen abfangen, die was erst einmal durchgehen, dass wir ein paar U-Boote vorne hinstellen können. Wir setzen der Dora einfach ab, bis sie da einfach Inselmitte. Wir haben keine Probleme. Damit sie ein bisschen mithilft am Anfang, damit wir dann gleich einmal in die Geldproduktion da einskillen können. Und wir können dann gleich schon das erste Handelsschiff bauen, damit wir dann pro Runde immer Geld kriegen. Was sehr praktisch ist. Sollten wir vielleicht noch ein paar Schiffe bauen, damit wirklich nichts durchkommt so schnell. Wir gehen da einfach einmal auf Spionage. Das mit der mithelfen kann. Das Einzige, was mir jetzt beunruhigt, ist einfach schon da, dass gleich einmal ein Schiff kommt, das erste. Dafür müssen wir Taubhagel einer skillen. Und wir skillen trotzdem unten einer. Wir müssten eigentlich gewappnet sein, wir haben da zwei, der was halt Bleiballons platzen können. Da kommt eh das erste. Unten haben wir auch schon mehr. Also das war jetzt keine Probleme, das erste Schiff. Da können wir weiter in unsere Handelsschiffe einskillen. Also wir haben da jetzt bisher aufgestockt, alles Handelsboote auch. Wir kriegen ziemlich gut Geld. Die U-Boote von unten machen auch nicht so schlecht Damage, muss man sagen. Weit kommen sie nicht. Also es passt noch alles. Irgendwie wir können da jetzt eh nur Schiffe bauen einmal. Aber erst. Damit wir da ausreichend geschützt sind. Und wir wollen auch nicht, dass wir auf einmal überrannt werden. Geld kriegen wir erst einmal vorerst schön zum Palmen fallen. Hui. Einfach damit sie da durchstehen können. Ich würde sagen, wir bauen da um die erste Insel noch. Wir haben hinten jetzt schön verweitert. Das erste rote Schiff kommt eh, hat keine Chancen. Ziemlich praktisch. Wir haben genug da. Huch, jetzt kommen sie ein bisschen weiter. Sind sie ein bisschen durchgegangen. Das heißt für mich wieder, ein paar mehr U-Boote bauen. Ah, geil, das war mal wieder verklickt. Habe ich irgendwie Stress gekriegt? Wieso wohl? Wenn sie da ein bisschen durchgehen. Das ist einfach für mich jetzt ein weniger Freibeuteraffen. Mehr U-Boote. Probleme haben wir noch nicht. Jetzt wollen wir wieder ein paar mehr Affen haben, so passt eh. Können wir die Freibeuteraffen um die Inseln setzen, dass jetzt schön alles treffen und viel Geld verdienen. Kurzer Zwischenstand, wir haben da eine kleine Armee aufgebaut, die U-Boote sind da auch ein paar schon. Wir haben halt ein paar weniger was Raketen schießen, aber das ist auch nicht so wichtig. Die anderen mit der halt mit der panzerischen Pfeile machen auch gut Damage. Wie ihr seht, wir kriegen Geld ohne Ende. Ich wüsste gar nicht, was wir machen. Wir könnten einfach nur jetzt an da die Handelsschiffe upgraden.
mehr, damit wir dann noch mehr Geld rauskriegen dann. Aber sonst haben wir überhaupt keine Probleme. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Geld gespart, das wollte ich eigentlich noch sagen, was auch noch geil ist, wenn wir ein bisschen abseits bauen den und ganz oben eine skillen in dem Flugzeugträger. Natürlich habe ich jetzt wenig Geld gespart. Wir haben auch genug auf einmal gleich genau voll. Mit der Affenflieger, mit der Klana ist auch geil, weil sie dann halt da über die ganze Map angreifen können. Deswegen bauen wir, würde ich einfach sagen, gleich zwei nebeneinander. Weil sie schon geile Dinger sind. Und sie so auch gut Damage machen. Huch, da sind sie ein bisschen weitergekommen. Aber auch nicht so große Probleme. Ich bin ja gerade dabei, unsere U-Boote abzugraden, also Schiffe kommen mal nicht so weit, das einzige Dampfer lohnt, aber das immer. Na, gleich bei Runde 80, also das erste Grüne soll kommen jetzt dann. Aber dürfte nicht so ein großes Problem sein. Ja, das erste Grüne ist auch da. Fragen wir, wie lange das überlebt. Ja. Das war's dann auch schon von der regulären Runden. Ich würde sagen, wir gehen auf ins freie Spiel. Kann man eh nicht so viel machen. Ich würde sagen, wir graden die einfach ab. Ich würde sagen, wir gehen da einfach im ersten Schlagfähigkeit. Damit falls ein großer Ballon einmal kommt, wir gleich einmal dagegen was vorgehen können. Aber ich werde jetzt trotzdem viel mehr da eine skillen. Einfach aus dem Prinzip, bei den 10 Runden schon wieder einmal meine Lieblingsschwarzen kommen. Und ich keinen Bock habe, dass dann schon die Runde aus ist, wenn die ersten kommen. Sondern dass wir die Runde 100 schaffen. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl mit anzusehen, wenn da nie was weit kommt. Die ganzen großen Ballons werden gleich einmal von vorne geschlachtet. Und die. Ich frage mich, wie die da immer durchkommen. Ja, kann man nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich die verteidigen soll. Ich kann alles bauen, was ich will. Die gehen irgendwie immer durch. Aber trotzdem war es das dann schon auch von Erfolge. Ihr könnt mal gern noch weitere Challenges eine schreiben, würde mich freuen. Also, ob ihr wie ich spielen soll, ob ihr nur gewisse offen nehmen darf oder nur ein oder zwei. Und somit war's dann. Alles von der Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.